Gespräch mit dem SGD hat man gehabt wegen der Resistenzen von den Antibiotika. Und dann bin ich drauf gekommen, wir könnten etwas Flüssiges probieren. Denn einem kleinen Kind gebe ich auch kein Schnippo. Ich bin auf die Suche gegangen nach flüssigen Produkten und musste feststellen, dass es ganze Haufen gute Produkte hat. Aber alle zusammen haben mir das Gleiche gesagt, wie du es verabreichen. Weil wir müssen etwas machen, etwas haben, das wir es über den ganzen Tag verteilen können. Und darum bin ich nachher eigentlich auf das gekommen, auf das Schäli. Also im Prinzip habe ich ein Küngeli-Tränkchen abgeändert. Einfach eine Flasche drauf getan, die hoch genug war. Und nachher einfach die Pferde drunter haben können. Immer frisches Produkt nehmen. Das Brötchen. Und nachher, das machen wir eine Wand anmachen. Irgendwo. Eine Flasche füllen mit dieser Flüssigkeit und tue das rein. Oder das tut jetzt eigentlich das Pferdli supponiert machen, wenn das trinken tut. Also wenn die Pferdli rausnehmen. Seht ihr jetzt? Jetzt läuft es wieder nach. Was ist der Kostenpunkt für einen Bauer, wenn er so einen Automat kauft? Der Kostenpunkt ist so, jetzt das kleine Trögli unter dem Ohren, das ist 130 und das hier ist 620. Von Anhieb an klingt das natürlich viel. Aber man hat können, die Eisenspritzen hat man sich können sparen. Man hat auch weniger Durchfall. Durch das hat man weniger Medikamentenkosten und weniger Arbeit.